Hi, in dieser Woche geht es um das Thema Lobbyismus in der Schule. Denn seit der Digitalpakt Schule politisch beschlossen ist, wird an den Schulen Technik angeschafft bis zum Gehtnichtmehr. Denn diese 5 Milliarden Euro, die da damals beschlossen wurden, müssen ja irgendwie ausgegeben werden. Und auch die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die technische Ausstattung von Schulen ja bisweilen mangelhaft oder sogar schlechter ist. Ja, und wir sind da tatsächlich jetzt in einer Phase, in der vielleicht aufgeholt wird oder erstmal überhaupt ausgestattet wird. Und das ist grundsätzlich erstmal positiv zu bewerten, wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass auch eines der Ziele ist, dass wir junge Menschen ja auf eine Lebensrealität in einer Welt vorbereiten, die sicherlich von digitalen Medien durchdrungen sein wird, auch in Zukunft. Nun stehen aber Schulen vor der Wahl, was kaufen wir denn? Und natürlich gibt es am freien Markt große Tech-Unternehmen, die fertige Lösungen präsentieren. Und zu diesen Lösungen, also ich spreche hier von Hard- und Software, die man natürlich käuflich erwerben muss als Schule oder Schulträger, also Kommune oder wer auch immer dann da verantwortlich ist. Aber zu dieser Hard- und Software werden häufig auch Fortbildungen angeboten. Und so kann man sich zum Beispiel als Lehrer auszeichnen lassen als Apple Distinguished Educator oder Microsoft Certified Teacher. Oder, und das klingt zugegebenermaßen nicht ganz so sexy, eine von Google zertifizierte Lehrkraft. Und die Frage, die sich daran anschließt, ist ja schon so, wollen wir, dass Unternehmen, also die Wirtschaft, über solche Maßnahmen Einfluss auf unser Bildungssystem nimmt? Denn natürlich steht im Vordergrund die Schulung von Lehrpersonal im Umgang mit diesen neu erworbenen Geräten und mit der Software. Aber in zweiter Reihe steht dahinter vielleicht eine gewisse Agenda, bestimmte Inhalte, wie zum Beispiel informatische Bildung, was jetzt an für sich sicherlich nicht negativ zu bewerten ist, aber das nochmal in den Vordergrund zu stellen, um die Sicherheit oder die Arbeitskräfte für diese Unternehmen in Zukunft schon früh auszubilden. Ganz zu schweigen natürlich davon, dass wir junge Schülerinnen und Schüler schon in den ersten Schuljahren an bestimmte technische Geräte gewöhnen und dadurch natürlich eine gewisse Markenbindung stattfindet. Auch das wird selten hinterfragt, denn wenn ich an eine Schule gehe, an der nur Apple-Geräte verwendet werden oder an der nur Microsoft-Geräte verwendet werden, lerne ich ja die andere Welt außerhalb als Schüler gar nicht mehr kennen. Und es gibt tatsächlich Personen, die sich damit auseinandersetzen und die das sehr kritisch sehen. Und einer dieser Personen wird in den beiden Podcast-Folgen, die ich euch ins Material gepackt habe, interviewt. Und ich bitte euch, das anzuhören, mit offenen Ohren anzuhören und euch dort selbst eine Meinung zu bilden. Und dann werden wir in der nächsten Sitzung darüber sprechen, wie wir denn dazu stehen. Ob das Bildungssystem weiter in staatlich organisierter Hand sein soll. Und staatlich heißt an der Stelle jetzt nicht repressiv staatlich, sondern tatsächlich gemeinschaftlich staatlich. Denn wir leben in einer Demokratie und wenn ihr später in den Staatsdienst tretet, dann arbeitet ihr letzten Endes für den Staat und sollten sich bestimmte Grundwerte und Grundhaltungen auch vertreten. Aber wie gesagt, das ist eine lange Diskussion, die wir hoffentlich führen können. Hier in diesen Videos sehen wir uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao.